Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World, The Next Order. Wir haben hier ein paar Blumeramon. Sind die Akku? Natürlich sind die Akku. Gut, wir werden uns jetzt hier weiter durch dieses wunderschöne Labyrinth stürzen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich sehe uns jetzt schon 10-mal denselben Weg gehen. Wir gucken einfach mal. Am besten ist es, wenn wir natürlich wieder ganz am Eingang rauskommen würden. Das würde ich so feiern, lol XD. Schauen wir mal. Kommen wir hier raus. Oh, Leute. Na gut, warum auch nicht? Kämpfen wir halt ein bisschen. Wenn ihr das für euren Kreislauf braucht. Böhm! Hau den einfach weg. Das ist eigentlich gute Erfahrungspunkte gegeben. Schauen wir gleich mal. Wie sieht's aus? Ja, ein bisschen Geschwindigkeit, ne? Jetzt auch nicht die Welt, aber besser als nichts. Gut, kann man mal machen. Bin ich jetzt wieder... Oh Gott, ich bin jetzt wieder hier. Okay, merken. Vielleicht soll ich mich mal aufschreiben oder so. Ich habe irgendwie Angst, dass ich mich hier noch 10.000 Mal verlaufe dann. Das ist dann auch ein bisschen ätzend. Große Impetus. Machen wir eine große Heilungsdisk für dich. Lass ich mal nochmal eine große Impetus. Ich will die Karte. Ja, komm, haut bald mal die Ulti rein. Der Vorteil ist. What the fuck? Das sah grad komisch aus bei Blumeramon. Giga-Zerstörer, Liebesattacke. Liebesattacke! Ich glaube sogar, dass man der Ebon vom Typus Virus war, kann das sein? Das ist schon creepy. Oh Gott, von alle gegen uns kämpfen. Oh, andererseits denke ich mir so, muss die kämpfen, aber andererseits denke ich mir eigentlich gar nicht so schlecht. Da bekommen wir ein bisschen Erfahrungspunkte, beziehungsweise in erster Linie bekommen wir ein paar Kampfpunkte, Siegespunkte dazu. Das auch vielleicht jetzt eher für Offscreen spielen besser wäre. Okay, ich versuche jetzt hier durchzukommen, ohne groß zu kämpfen. Machen wir dann im Zweifelsfall als Offscreen. Also ich, nicht ihr. So, wo wollte ich jetzt lang? Da. Boah, das. Ich komme da total durcheinander. Eisbarriere. Genau hier lang. War mir das nicht sogar schon? Liegt hier nicht etwas? Hier ist etwas. Suchen wir erst. Nein, ich habe keinen Bock hier was zu suchen. Okay, jetzt müssen wir eigentlich da rauskommen, wo wir rauskommen, wenn wir uns hier hin teleportieren. Frostweg, genau. Okay, also unten. Links ist nicht gut. Habe ich gelernt. Gehen wir mal unten rechts. Ich bin aber alles. Da war ich noch nicht. Da war ich da schon. Ich bin überfragt. Das kann ich eh noch hinziehen, Leute. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo wir überhaupt hin wollen. Also, ich laufe einfach mal durch, ne? Du musst jetzt auch noch kämpfen. Ja, rum. Aber seht ihr das, wie schnell man kämpft, wie viele Kämpfe man macht? Und ich habe in den beiden wirklich echt viel gekämpft. Also ich glaube wirklich, dass diese Digitationsvoraussetzung so 55 Kämpfe oder so für das aktuelle Level gilt. Weil wir machen ja hier bum bum bum. Wir hatten alleine in den letzten zwei Aufnahmen mit dieser hier hatte ich bestimmt schon 10 Kämpfe oder so. Das geht echt schnell. Quack. What? Du solltest dich mal sehen, also solltest dich mal sehen. Dein Hintern. So, absoluter Nullpunkt. Ja, den habe ich schon oft erreicht. So, Entschuldigung. Wir gucken mal, wie gehen wir hier so voll geil im Uhrzeigersinn. Oh. You okay? Liebesattacke und Eis und Feuer und Megametallkralle und ja, ihr macht das schon. Wir regeln das wie Menos. So. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier haben wir noch einen Eispilz mit.
So, wo kommen wir hier raus? Das ist irgendwie bitter. Gut. Okay, ja, jetzt ist mir, dass es auch nicht weitergeht. Ich glaube, oben rechts geht's weiter. Nee, dann ist schon mal. Ich bin mal einer. Waren wir schon. Oder? Hm. Okay, die gehen erstmal kacken. Mein Kollege letztens, ne? Wollt ihr mir so susen? Ich bin kacken, wenn jemand fragt. Sag nicht, ich bin auf dem Klo. Sag nicht, ich bin nicht aus. Sag nicht, ich bin austreten. Sag einfach, ich bin kacken. Und ich so, ja, okay, gut, danke. Mach ich. Meine Kollegen sind echt. Ich mag meine Kollegen, die sind witzig. Mit denen kann man was anfangen. Die haben alle Sinn für Humor. Die nehmen die Arbeit locker. Oh Mann, mach die einfach nieder. Ich tue manchmal noch Schütze, wo Schweiß ist, es gar nicht brauche, aber ich tue trotzdem immer. Das ist lieber die Game World 1. Hat man auch mal auf diesen blöden Button gesmashed. So, ihr habt das super gemacht. Ja, geil, ey. So, Disziplin hat sich erhöht. Und Platinum Memon Gewicht erlernt. Erfahren, was auch immer. Noch zwei Werte brauchen wir dann jetzt. Was brauchen wir denn für ein Gewicht? 60 Kilo, wow. Sweet. Ja, mach mal ähnlich. Ich meine, so. Ich mag Digimon vom Typ Dreck nicht so, wisst ihr? Da bin ich so ein bisschen Mainstream. In dieser Hinsicht ist nicht so meins. Ich glaube, es ist auch nicht ihre Anforderung, irgendwie ästhetisch höchst ansprechend zu sein. Das sind einfach kleine Kackklumpen, diese Dreck-Digimon, und das wollen sie auch sein. Und das ist okay. Es gibt bestimmt ganz viele Lumemon-Liebhaber unter euch. Das weiß ich doch. Stimmt? Ja, nein, vielleicht. Okay, weg. Oh, können wir gegen beide auf einmal kämpfen? Das wäre total knurke. Ja, geht sogar. Neu. Okay, ich glaube, dass oben rechts der richtige Weg ist. Den nehmen wir jetzt auch. Ich weiß gar nicht, wo wir unten rechts hinkommen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, wenn ihr oben rechts. Und ich weiß auch nicht genau, wie fern das der richtige Weg ist, weil ich eigentlich gar nicht genau weiß, wo wir überhaupt hin wollen. Aber hey, scheiß drauf, wir gehen einfach hier durch. Wir machen das. Jo, okay. Ja, seid müde und wollt schlafen. Das finde ich gerade ein bisschen scheiße von euch. Sekunde, wir drängen uns mal ganz kurz durch. Ja, lass mich mal bitte ganz kurz in Ruhe. Wir wollen schlafen, okay? So, wir kämpfen. Kleines Feuerchen. So, hat die Materialien. Ein paar Zehnerpunkte, warum auch nicht? Schlaf. Ah, neuer Tag, neues Glück. So. Come on, eat up. Who's hungry? Oh. Come on, eat up. Sag mal du. Okay, du bist glücklich. Hast du noch was? Nö. Okay. Gut. Plumeramon. Ich muss mir kurz vorbei. Nee, da wollte ich gar nicht lang. Okay, vergiss es, Plumeramon. Tschüss. Wir wollen ja hier oben lang. Wie beharrlich alles hinterherläuft. So, ich glaube, das hier war richtig. Das sieht richtig aus. Ewiger Gletscher! Jetzt sind viele Digimon. Oh. Hi. Jetzt kann ich das Symbol mit dem Zauber kombinieren und meine Hände bewegen sich so oder so. Oh. Hm, was für ein eigenartiger Besucher. Schön, dass ein praktizierender menschlicher Zähmer auftaucht. Dein Timing ist perfekt. Wie du siehst, bin ich ein Digimon, das Magie benutzt. Ich verbringe meine Zeit vertieft in magische Forschung. Jedes Digimon kann kämpfen. Was ich suche, ist etwas vollkommen anderes. Kurz gesagt, mein Bereich ist die Bewegungsmagie. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Hörst du dir an, was ich zu sagen habe?
Ich wirke einen Bewegungszauber für dich. Danach kommst du sofort zurück und sagst mir, wo du warst. Wie wär's? Es gibt jedes Mal eine Bezahlung. Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist nicht in Gefahr. Meine Magie ist absolut sicher. Also dann machst du mit. Okay, ich bin dabei. Sehr gut. Ich schicke dich fort. Nein! Nein! Du Arsch. Ready? Du Arsch. Du dummer Arsch. Komm zurück, komm innerhalb der nächsten 24 Stunden zurück zum ewigen Gletscher und berichte mir, wohin du geflogen bist. Ich bin Sosamon, aber nicht so sehr Ramon, nur Sosamon. Oh, ich bin so geil. Hey, everyone! Danke, du Arsch. Ich dachte, er teleportiert mich schlecht zurück irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab mir das irgendwie viel zu leicht vorgestellt. Na gut. Okay. Aber wir gehen jetzt trotzdem nochmal hin, weil ich wissen will, was da noch ist. Aua, das habe ich mir voll auf mein Knie geschlagen. Sei gegrüßt! Ein blaues Digizoid. Dankeschön. Stimmmetalljagd. Nochmal. So. So. Steinjagd. Wir können rein gar nichts verbessern. Was fehlt uns denn hier so? Alles. Cool. Und hier? Alles. Cool. Ah, wir haben schon ziemlich viel maximiert. Ich bin ein bisschen optimistisch. Ja. Krieg mal alles noch hin. Ist kein Problem. Kein Problem. Machen wir weiter. Machen wir nicht. So. Flotia, Landwirtschaftsviertel. So. Hi. So, Universaljagd. Hey, was geht? Kann ich schon was mitnehmen? Ah, cool. Okay, jetzt überlege ich. Ich gehe jetzt nochmal zu Koromon. Und dann nochmal. Ach ja, die Disziplin. Die muss auch noch ein bisschen verbessert werden. Machen wir das am besten auch gleich noch. Kann ich nicht sogar auch gegen Geld die Disziplin meiner Digimon erhöhen im Dojo? Ich glaube, das mache ich gleich auch mal noch. Ich meine, wenn ich einmal hier bin und dann wieder ab zurück zum Punkt 0. Zu Sorceromon. Um ihm zu sagen, dass wir am Eingang zu Cap Mod oder von Cap Mod teleportiert wurden von ihm. Da freut er sich bestimmt und kommt in die Stadt und sagt so, bam, geil. Und wir so, yo, geil. Und alle sind dann glücklich. Genauso wird das ablaufen. So, bei dir war das, oder? Ich bin ein Experte, was Kräfte angeht. Alle müssen sich der Stärke unterwerfen. Was willst du? Ja, Disziplin erhöhen, bitte. Du willst Disziplin von einem Digimon steigern, Kuro. Nein, ich will eigentlich von Shiro steigern, übs. Naja. Nein, einmal am Tag, scheiße. Schade, das geht bei jedem einmal. Jetzt habe ich es verkackt. Ein bisschen forschbar bin ich schon, oder? Warte mal, wir müssen. Oh, ich hätte es echt gebrauchen können. Shiro, warum bist du so undiszipliniert? Was ist denn los bei dir? Nee, hier muss ich gar nicht lang. Gut, machen wir das morgen. Wird schon. Jetzt überlege ich noch. Genau. Koromon und. Ja, ich kann auch noch bei Nomemon noch die Potti-WCs abholen, aber. Ist jetzt auch nicht so wichtig. So. Flotia. Da kommt mein Inventar so groß inzwischen. Scheiß drauf. Aber wie viele Punkte habe ich denn eigentlich noch zum Verteilen? 8. Ich könnte machen, dass meine Digimon noch länger leben. Aber ich könnte auch meine Tasche vergrößern. Ratet mal, was ich machen will. Das hier brauche ich irgendwie auch nicht. Ich habe eigentlich das Wichtigste. Also ich brauche eigentlich nicht mal großartig Level-Ups. Was habe ich nochmal für ein Level? Wo steht denn das? Deine Fähigkeiten. Hä?
muss irgendwo mein Zimmerlevel stehen. Warte mal, 117 Stunden. Ganz viel Kohle. Ja, da, Stufe 49. Ich glaube, 50 ist sogar das Maximallevel, kann das sein? Dann kann ich schon die restlichen Fähigkeiten erlernen. So, 0 Punkt Hinterland, please. Dann wieder aufdrück zu Sorcerer-Mon. Ist jetzt schon zwei kleine Scheißerchen. Die müssen ganz schön oft kacken. Also für Ultra-Level, die gehen, müssen die oft kacken. Normalerweise haben meine Ultras und Megas sind immer voll die Verstopfungen. Also ich glaube, es kann sogar sein, dass ich Mega-Level, die man schon hatte, die kein einziges Mal gekackt haben. Gekackt. Naja. Auch egal. Ja. Sticky Diamond! So. Sorcerer-Mon. Hallo! Sorcerer-Mon. Sorcerer-Mon. Let us talk about something. So. Hi! Was geht? Oh, du bist zurück! Yumei hat Sorcerer-Mon vom Ziel erzählt. Ich verstehe, ich muss die Genauigkeit verbessern. Danke für deine Hilfe, das lief ja wie erwartet. Hier, nimm das. Sag Bescheid, wenn du mir wieder helfen möchtest. Ernsthaft, das war's. Na tolle Wurst. Sag mal, wo können wir eigentlich schon lang? Das war's? Das ist der Endraum? Das ist es? Das war's? Ist hier sonst nichts? Ah, das war. Schau mich hier nochmal kurz um. Das kann nicht sein, dass wir jetzt hier schon alles aus der, von der Karte erkundet haben. Das würde mich etwas traurig stimmen. Bäm! Ach ja, nee. Ich gucke mich gleich in Ruhe nochmal um. Ich kämpfe erstmal gegen alle. Warum nicht alle auf einmal? Keine Ahnung wieso. Wir kämpfen gegen alle einzeln. Ach, mehr auf jeden Fall mehr Siege. Ach nee, das sind ja zwei, sehe ich gerade. Oh, cool. Na komm, besiegt es. Schöne Sache, das Grünkohl. So, was ist denn das hier? Hier ist ja rein gar nichts. Hier ist etwas, suchen wir es. Was das? Ist es das gewesen? Ich kann es nicht fassen. Das war's schon? Warte, ich guck gleich nochmal auf die große Map. Ich kämpfe nochmal gegen den Lümmel. Dom, 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 dom. Aber warum war denn zwei Kids noch ein Checkpoint? Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist es einfach nur eine Abzweigung. Ich guck gleich nochmal den anderen Weg entlang. So, macht's platt. Das ist ganz schön zäh. So. Perfekt. Weggeballert. Ja, aber viele Erfahrungspunkte hat sich unbedingt gebracht. So, schauen wir mal. Sekunde. Karte. Eisweg. Ah, hier ist noch was. Was, sonst waren wir schon überall. Wahnsinn. Eishalle. Ist das so ein Geheimweg? Ich überlege gerade. Sag mal, wir kommen von hier. Ne, wo sind wir denn? Warte mal.
Wir sind im ewigen Gletscher. Da sind wir. Aha. Von der Eishalle aus kommen wir zu irgendeinem geheimen Ding. Okay, dann müssen wir irgendwie mal zur Eishalle und die dann absuchen, würde ich sagen. Ich gehe mal da unten rechts lang. Hier. Natürlich vor die kämpfen. Wie der aushält manchmal. Dam, 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 dam. Na komm, beide. So. So. Das war doch jetzt, wo wir kommen, oder? Nee. Ach nee, wir müssen da unten lang. Oh, zum Glück haben wir schon mal geguckt. Ich wäre sonst total falsch gelaufen. Oder ist es jetzt wieder der Weg zurück, den wir jetzt gegangen sind? Es kann sein, dass es ein anderer Weg zurück ist. Ja, Mann, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Bin ich verwirrt, wartet mal. Eiskulpturenraum. Von hier aus kommt man da hin. Aber ich glaube, das sind, wenn das so blau ist, sind das dann so Einwegstrecken? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Boah, ist das verwirrend. Vielleicht findet man das auch später erst heraus. Ich weiß es nicht. Also hier. Hier ist halt so ein riesiges Ding davor. Versteht ihr? Vielleicht muss ich doch noch durch irgendwas, was passiert, dort diesen riesigen Berg wegräumen. Das nämlich da hinten. Seht ihr, das ist nämlich auch noch ein Durchweg. Das ist immer dieses Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Müsst ihr im Hintergrund sehen? Also, quasi dort, ihr seht's ja. Da kommt man bestimmt dann hin später. Müssen wir mal gucken. Gut, gehen wir erstmal raus. Wir haben jetzt erstmal soweit alles erkundet. Dann würde ich sagen, ich überlege gerade, ich bin immer so weit vom Mikro weg, weil ich das nicht gewohnt bin, dass ich mich so zur Seite beugen muss, während ich rede. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Kappenmord. Oder? Digimail, Unterordner. Sosamon, Jotusmon, Bergmann. Eisdaby, man muss es noch machen. Mach ich vielleicht, wie gesagt, offscreen, gucken wir mal. Ikakumon. Ikakumon haben wir doch jetzt schon, oder? Müssten wir eigentlich haben. Ich überlege noch, wo Ikakumon ist. Weißt du noch, wo Ikakumon ist? Es ist zufälligerweise, im Restaurant, weil es so miam, miam, miam und so war. Ich rede komisch, ich weiß. Hier, ach, da ist es. Okay, gut. Ikakumon haben wir. Unterordner, Ikumon, Eisdaby, wenn wir Kakumon haben, ist nur Okumon. Gomamon holen wir, Justimon, Rapidmon. Digimon, Streitschlichtung haben wir auch. Das. Okumon. Hier, Kothaufen, Platin-Medaille brauchen wir auch noch. Das sind zwei. Ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch zu tun. Sehr gut. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen als nächstes das mit Gomamon.
Und dann könnten wir eigentlich schauen, dass wir vielleicht sogar schon mit der Story dann weiter voranschreiten. Gut, aber es mit Gomamon ist erstmal in der nächsten Folge dran. Bis dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, you may let's play the Digimon World Next Order. Bye.